echte Gleichberechtigung kann eigentlich nur sein. Jetzt kommt sie, die Alice. Hallo, grüß dich. Gibt hier ein Interview gerade. Gut, dann müsst ihr schneiden. Dann bleib du und ich warte. Also ich habe zuvor einen Film gemacht über Johanna Donald, die ehemalige Frauenministerin in Österreich. In dem Zusammenhang habe ich ein Interview mit der Alice Schwarzer gemacht und so ist eigentlich die Idee für diesen Film entstanden. Sie war ein mediales Phänomen, aber eigentlich waren es dann ihre Bücher, die mich sehr beeindruckt haben. Ja, Alice Schwarzer ist natürlich bei den jungen Feministinnen sehr umstritten oder sie ist überhaupt eine sehr umstrittene, streitbare Person. Also sie ist selbst eine streitbare Person und sie ist auch sehr umstritten. Also inhaltlich würde ich sagen, gibt es wahnsinnig viele Übereinstimmungen. Das war ja auch für mich ein Grund, diesen Film zu machen. Also die Position zur Prostitution, Pornografie, Abtreibung, Islamismus, diese Einstellung teile ich. Da hat sie beim längeren Erforschen nichts daran verändert. Ich glaube, es ist so wichtig, dass es da wieder einen Diskurs darüber gibt, weil es einfach wenig Bewusstsein gibt und ein wenig Bewusstsein gibt über die historische Entwicklung und über, wie man überhaupt zu diesen Einstellungen kommt. Und das ist ja also ein Anliegen des Films. Also jede Generation muss wieder von vorne anfangen, weil sie gar nicht weiß, was die Frauenbewegung und was Generationen vor ihnen schon gemacht haben. Das ist also ein Grund, warum es den Film gibt.